Hörgeräte können durch Zusatzzubehör auf ein neues Level der Nützlichkeit gehoben werden. In diesem Video erfahren Sie alles zum Thema Zubehör vom Hersteller Bernafon. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von My Second Ear und ich trage tatsächlich schon seit über 20 Jahren Hörgeräte. Als ich begonnen habe, Hörgeräte zu tragen, hat mich die Vielfalt an Zubehör völlig überwältigt. Heute möchte ich nicht mehr auf mein Zusatzzubehör verzichten, da es die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten meiner Hörgeräte vervielfacht hat. Jeder große Hersteller bietet Zubehör an, das mit den Hörgeräten des jeweiligen Herstellers kompatibel ist. Heute stelle ich mein sämtliches Zubehör des Herstellers Bernafon vor. Bernafon bietet so ziemlich alles an, was man sich wünschen kann. TV-Adapter, Telefonadapter, Ladestation, Hörer, Zusatzmikrofone, Fernbedienungen, Ersatzteile, Schallschläuche, Schirmchen, Filter und natürlich auch eine App. Starten wir kurz mit der Bernafon-App. Hier gehe ich wirklich nur ganz kurz drauf ein. Mit ihr ist eine diskrete Anpassung der Höreinstellung und der Programme möglich. Zusätzlich kann man die Einstellung des Streaming-Tons einstellen und besonders hilfreich ist die Funktion Mein Hörgerät finden, die die Hörgeräte orten kann, sofern sie diese über Bluetooth immer verbunden haben. Über die App können zusätzlich die Hörgeräte natürlich über die Ferne angepasst werden. Das heißt, ob Sie zu Hause sind, im Büro sind, im Urlaub oder wo auch immer, wir können Ihre Hörgeräte über diese App überall anpassen. Kommen wir nun zu den Bernafon Fernbedienungen. Aktuell gibt es zwei davon, die RCN und die RCA. Die RCN ist die ältere Version der beiden. Und dann gibt es natürlich noch die RCA Fernbedienung, die ist kompatibel mit dem Bernafon Alpha, Alpha XT, Viron und Leox. Beide Versionen haben ein simples Design mit einer Plus-Minus-Taste, über der die Lautstärke einstellbar ist, und eine Programmtaste, mit der Sie die gespeicherten Programme auswählen können. Wenn Sie gleichzeitig Plus und Minus drücken, dann können Sie die Tastensperre aktivieren, sodass sich kein Programm versehentlich verstellt. Es gibt zusätzlich eine kleine LED-Anzeige, die als Bestätigung für jeden Tastendruck aufleuchtet. Dann gibt es Zusatzmikrofone bzw. Audio-Streamer von Bernafon. Es gibt hier zwei Zusatzmikrofone für Streaming, Telefonie und als Personenmikrofon. Das eine ist der Soundclip A. Dieser überträgt tatsächlich Sprache sogar direkt in die Hörgeräte. Bis zu 20 Meter Entfernung kann dieser auch überbrücken. Der Clip muss aber dafür bei der sprechenden Person, zum Beispiel an einem Rednerpult, platziert werden. Auch als Partnermikrofon, zum Beispiel in lauten Umgebungen, zum Beispiel im Flugzeug, Großveranstaltungen, ist das tatsächlich sehr geeignet. Dazu ist es wichtig, dass das Mikrofon am Revers, also hier oben, des Partners festgeklippt ist. Dann lässt sich der Clip zusätzlich mit Ihrem Smartphone zum Beispiel verbinden. Dann kann man den Clip zum Beispiel zum Telefonieren nutzen. Das heißt, den Ton hören Sie dabei direkt über Ihre Hörsysteme und Sie sprechen direkt in das Mikrofon des Soundclips. Selbst Streaming zum Beispiel von Musik ist über den Soundclip möglich. Letztlich dient er als Fernbedienung auch zur Lautstärke oder der Programmeinstellung. Dann gibt es den Soundgate 3. Auch das Soundgate 3 kann via Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden. Es dient als Schnittstelle zwischen Hörgerät und externen Audiogerät. Das Telefongespräch lässt sich damit direkt entspannt über die Hörgeräte und über das Mikrofon des Soundgates abhalten. Wie beim Soundclip ist ebenfalls Musikstreaming möglich oder zum Beispiel Navigation über die Hörgeräte. Die Verbindung kann auch mit einem Kabel statt über Bluetooth hergestellt werden, also zu einem Laptop zum Beispiel. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Soundclip und dem Soundgate ist, dass der Soundgate hauptsächlich mit älteren Hörgeräten nur verbindbar ist. Außerdem gibt es den Bernafon TV Adapter. Bernafon bietet aktuell zwei TV Adapter an. Zum einen den TVA Adapter und den TV Adapter 2. Sie lassen sich beide mit dem Fernseher verbinden und leiten den Fernsehton direkt in Ihre Hörgeräte weiter. Im Lieferumfang sind verschiedene Kabel zur Verbindung enthalten.
Voraussetzung ist, das Hörgerät muss eine 2.4 GHz Technologie besitzen für das direkte Streaming. Der TVA ist kompatibel mit dem Bernafon Alpha und Alpha XT, Serena und Viron Hörgerät. Kommen wir nun zum Bernafon Telefon Adapter 2. Dieser dient tatsächlich als Schnittstelle von Soundgate und Festnetz Telefon. Dafür muss der Adapter an das Telefon angeschlossen sein und mit dem Soundgate natürlich gekoppelt werden. Das Telefongespräch kann dann direkt in die Hörgeräte gestreamt werden. Störgeräusche und Echounterdrückung unterstützt das Sprachverstehen. Ihre eigene Stimme wird vom Mikrofon des Soundgates dann direkt an den Gesprächspartner weitergegeben am anderen Ende. Es gibt einen Radius von 10 Meter, das heißt, Sie können auch etwas unterwegs sein beim Telefonieren und Anrufe können direkt über das Soundgate angenommen und beendet werden. Kommen wir nun zu den Bernafon Ladestationen. Auch hier gibt es verschiedene Ladestationen und wir starten direkt mit der Ladestation Plus. Hier ist tatsächlich eine vollständige Ladung Ihrer Hörgeräte bereits in 3 Stunden möglich und nach einer Stunde sind Sie bereits um 50% aufgeladen. Die Ladestation Plus hat tatsächlich eine Powerbank auch integriert, die 3 volle Ladezyklen ermöglicht. Nach einer vollen Ladung schaltet die Station tatsächlich auch automatisch ab. Das heißt, sie ist wirklich optimal für unterwegs und auch für Reisen. Nach 3 Ladungen muss dann das Case wieder aufgeladen werden. Dann gibt es die Ladestation 1.0. Diese ist für Hörgeräte mit Lithium-Ionen-Akku zum induktiven Aufladen. Ebenfalls braucht hier eine volle Ladung 3 Stunden. Wenn man die Hörgeräte einmal aufgeladen hat, dann halten sie tatsächlich einen ganzen Tag. Bereits nach 30 Minuten Laden kann man bereits 6 Stunden mit den Hörgeräten hören. Kommen wir nun zu Bernafon-Ersatzteilen. Von Bernafon erhältlich sind tatsächlich Schallschläuche, verschiedene Schirmchen für geschlossene und offene Versorgung, Serumfilter und Hörer. Zusammenfassend kann ich sagen, Bernafon bietet sämtliches Zubehör an, was Sie sich für Ihre Hörgeräte wünschen können. Was für wen sinnvoll ist, ist allerdings äußerst individuell und abhängig vom persönlichen Alltag. Besonders Ersatzteile sind allerdings sinnvoll und notwendig, dass Sie weiterhin gut hören können. Aber auch Adapter oder Ladestationen können natürlich super hilfreich sein für den Alltag. Insbesondere wenn Sie Akku-Hörgeräte haben, ist das natürlich nicht vermeidbar. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was kostet denn Zubehör? Wenn Sie unten auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie zu unserem ganzen Bernafon-Zubehörsortiment. Wir haben natürlich auch Zubehör von anderen Herstellern in unserem Shop verfügbar. Wenn Sie zusätzlich daran interessiert sind, neue Hörgeräte zu kaufen, dann können Sie natürlich bei uns auch Hörgeräte miteinander vergleichen, also Preise und Funktion. Denn wenn Sie unten auf den 2. Link in der Beschreibung klicken, dann kommen Sie zu allen unseren Hörgeräten. Wenn Sie jemanden kennen, der oder die von Hörgeräten profitieren könnte, dann haben wir etwas für Sie. Am besten Sie klicken jetzt direkt auf den 3. Link in der Beschreibung. Dann kommen Sie zu unserem Empfehlungsprogramm. Für jede erfolgreiche Hörgeräte-Kaufempfehlung bekommen die Personen, die Sie empfohlen haben, 100 Euro Rabatt beim Kauf eines Hörgerätes und Sie bekommen 100 Euro in bar. Am besten Sie schauen nun direkt noch weitere Videos an und wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie direkt am besten auf den Abonnieren-Knopf und auf die kleine Glocke. Dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung und sind immer auf dem neuesten Stand rund um das Thema Hören und Gesundheit und Hörgeräte. Ich bin Niklas Spichalski, bis zum nächsten Mal.